Einmal herzlich willkommen zurück zu einem Video und zur L22. Man versteht das von TV. Ihr wisst, wenn ich hier stehe und hier das alles sieht, ihr wisst immer, es geht ums Produktionspack mal wieder. Lang war es ja, aber jetzt kommt es im Video. Immer sehr, sehr leid dafür, aber jetzt geht's wieder weiter. Und wieder ein Video von mir. Und zwar geht es heute um, durchweise um Produktionen und zwar um das Energiewerk für 210.000 Euro. Schauen wir uns jetzt mal hier an. Rohstoff, Raps, Sonnenblumen, Zirkumstätte, Silage, Gülle, Diesel, Bordock, Diesel, Strom und Methan. Wir kommen mal da raus. Ist so groß, also relativ kompakt eigentlich, so ungefähr wie so ein großes, bisschen größer wie so ein großes Gewächshaus. Was wie gesagt, 10.000 Euro. Und ja. Ich habe schon mal hier ein bisschen was vorbereitet gehabt. Alles, was wir hier brauchen. Irgendein Motor ist noch an. Ich weiß nicht genau welcher. Ja, sieht so aus wie eine kleine BGA. Hier schüttet das ganze Gerümpel rein, was das alles hier braucht. Hier können wir den Strom zum Beispiel abholen. Dann hier Methan. Und hier den. Oder hier eher gesagt Diesel und hier Methan. Genau. Das ist natürlich hier viel freiliegend. Das ist natürlich eine YouTube-Beschreibung. So, wir schauen uns das mal an. Was kann das Ding produzieren? Was. Braucht es, er ist verbraucht für Diesel 2000 Liter Raps. Bekommen wir auch 100 Liter Diesel raus. Wir können natürlich aber auch Sonnenblumen reinschütten. Bekommen wir auch 100 Liter Diesel raus. Elektrische Ladung Diesel. Bekommen wir elektrische Ladung 50 Stück. Danach 2000 Liter Rübenschnitzel. Da braucht man ein bisschen zerkleinerer oder zerschredderer. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Gibt noch 50 Liter Methan. Oder 2000 Liter Silage, 2000 Liter Gülle oder 2000 Liter Mist. Es kommt dasselbe dabei raus. So. Ich habe hier schon das ganze Klumpatz hier vorbereitet. Wir nehmen mal hier den Fan mit den 35.000 Liter Mist. Schütten wir mal hier rein, hier elegant in die gute Mühle hier. Sieht immer lustig aus, was so klein ist. Magisch irgendwie. Geht auch nicht allzu viel rein, wie man hier sieht. Er wird nicht genau, wie wir dann seine Gucke, den werden wir gleich sehen. So. Da kommt einmal Diesel rein. Das ist hier wie so ein Rezept hier. Mal das und das. Ja. Und diese, wie gesagt, hat man gerade gesehen, stellt gute Heizzweck auch selbst her. Also, diese brauchen wir nicht allzu viel noch zum Füllen. Den wir auch später nochmal brauchen hier, den Wagen. So. Dann kommt einmal der Landini in der Reihe mit 25.000 Liter Rübenschnitzel. Das war's auch schon. 10.000 Liter Rübenschnitzel gingen da rein insgesamt. Dann werden wir gleich in der Übersicht auch nochmal genauer sehen. So, danach kommt der McCormick an die Reihe mit 29.000 Liter Raps. Da wird natürlich auch nicht alles reingehen. Das war wieder so 10.000. Jo. So, dann kommt der Klaas Arion. Genau, mit 22.000 Liter Sonnenblumen. So. Lalala. Na komm. Genau. Wo steht jetzt nicht allzu eine Wege? Ne. Danach kommt der 4755 bei 12.000 Silage.
So, wunderschön mit der wunderbaren Krampelmulde. So, dann haben wir jetzt 10.000 da rein, genau. Langsam weiß ich, wie wieder reinkommt. Und, was überraschend, wenn ihr gut aufgepasst habt, weiß, dass jetzt hier die Gülle an die Reihe kommt oder auch Gärreste kann auch daran schütten. Oder auch nicht, also es wird dir nur Gülle angenommen. Gut, 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 gut. Einen Moment da mal. So. Ja, halte ich so als Test für euch, dass so nur Gülle angenommen wird. So. Also, was sagt die gute Stube? Die gute Stube sagt ganz voll außer Diesel. Diesel ist aber hier schon 100, steht auch schon im Tank drin. Das bedeutet, wir aktivieren hier einfach mal alles. Und ja, ich lasse die Zeit mal ganz vorspulen hier. Für mich. Und die Zeit für euch ist noch mal beschleunigt. Bis jetzt gleich wieder, wenn ihr alles durchgerattert ist. Und ja, bis gleich. So, die ersten Produktionsstätten werden langsam leer oder kein Platz im Lager. Das ist sehr gut. Diesel ist voll. Elektrische Ladung momentan. Weiß ich noch gar nicht so genau, wie wir das anwenden. Ja. Wir bauen können. Natürlich können wir das Ganze mal verkaufen hier über den Direktbutton. Oder elektrische Ladung können wir auch unseren E-Truck damit laden. Ich habe leider keinen E-Truck gerade hier zum Testen. Was? Aber dafür jetzt hier einen Dieselpass. Wo wir jetzt testen können, ob wir jetzt auch aus der Diesel rausziehen können oder nicht. Und Diesel füllt sich logischerweise auf. Und schauen wir mal, wo der Diesel produziert. Ist eigentlich eine coole Sache, finde ich. Also. Ob wir das Methan oder das ja, Methan oder die elektrische Ladung von Anführungsstrichen für eine andere Produktion brauchen, das wird dann in den nächsten Folgen, wenn ja, ein neues Video von mir rauskommt von dem Produktionswerk. Das war's zum Energiewerk hier auf meinem Kanal. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Abonniert am besten den Kanal, Glocke aktivieren. Kostenlos natürlich, um kein Video zum Produktionsplan zu verpassen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Haut rein, ciao, euer Santivi.